Ich habe das Feuer erstickt. Wirklich eine... Ich habe das... Naja, so brennt es wohl nicht. Es brauchte einen Luftzug von unten. Ein Tuch aus grobem... Okay, zünden wir das Ganze nochmal an. Ah, jetzt haben wir es. Jetzt kann sie schlafen legen. Das Wasser müsste jetzt warm sein. Das Wasser im Krug ist jetzt heiß. Ah, der Krug ist ziemlich heiß. Einmal ins Waschbecken mit dem Ganzen. Was ist denn das? Da erscheint was auf dem beschlagenen Spiegel. Da steht, im Schrein im Wald ist eine Nachricht für mich versteckt. Ich bin unrasiert und habe dunkle Ringe unter den Augen. Die letzten... Ein Waschbecken aus Metall. Ich habe mich schon gewaschen. Ach so, hat er sich schon. Ich habe keinen Augenblick daran gezweifelt, dass du es doch noch hierher schaffen würdest. Lieber Himmel, André, bist du verrückt geworden? Vergessene skandinavische Klöster? Was glaubst du denn, wo du hier bist? Das hier ist keine Vergnügung. Diese Kerle hier sind Kriminelle und sie schrecken höchstwahrscheinlich auch vor einem Mord nicht zurück. Und mit einer dämlichen Story über ein Buchprojekt kommst du hierher, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Hier könnte man noch nicht einmal Hilfe holen, weil Handys hier gar nicht erst funktionieren. Kapierst du nicht, dass unser Leben in Gefahr ist? Die könnten uns hier lebendig begraben und keiner würde uns je finden. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Bist du jetzt endlich fertig? Verdammt nochmal. Manchmal benimmst du dich wirklich wie ein Zehnjähriger. Kein Grund, sich so aufzuregen. Du wolltest hierher und jetzt bist du hier. Alleine hättest du es vielleicht gar nicht bis hierher geschafft. Wenn das deine Art ist, dich zu bedanken, dann bitteschön. Es war mir ein Vergnügen. Tut mir leid, aber ich mache mir... Nicht viel eigentlich. Ich habe mich ein wenig umgesehen und mit ein paar Leuten gesprochen. Vielleicht soll jeder sein eigenes Ding machen. Wenn wir getrennt arbeiten, ist es für sie schwerer, ein Auge auf uns zu haben. Du hast wahrscheinlich recht. In Ordnung. Können wir jetzt bitte was essen? Gegessen wird gleich. Erst wird der Schrein durchsucht. Weil da muss ja irgendwie eine Nachricht für uns sein. Hier sollte irgendwo, so genau ich auch hinschaue, ich kann einfach keine Stelle am Schrein entdecken, wo eine Nachricht versteckt sein könnte. Wenn ich hier mehr Licht hätte, würde ich mir das mal genauer ansehen. Hier sind Kerzen. Da gibt es zwar viele kleine und zarte Ornamente, die interessant sein könnten, aber die sind wirklich zu klein. Um mir die anzusehen, bräuchte ich etwas, mit dem ich die Details genauer betrachten kann. Das hier ist ein Ort von religiöser Bedeutung. Wir brauchen also seine Lupe, die wir im Esszimmer oder Essschrank da, nicht Esszimmer, Speisesaal gefunden haben. So, dummes Wort. In wie vielen Klöstern sind Sie denn schon gewesen für Ihr Buchprojekt?
Welches war das letzte? Nun ja, es waren schon einige, aber ich würde mich gern über Iris hier unterhalten, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Ganz und gar nicht. Dazu sind Sie ja schließlich hergekommen. Gern. Wie viele Mönche leben hier eigentlich? Ich habe nicht sehr viele gesehen. Ich dachte zum Beispiel, Sie würden sich beim Abendessen alle im Speisesaal versammeln. Die Brüder wollten unsere Unterhaltung nicht stören. Aber natürlich sind normalerweise mehr als nur 3 Personen am Tisch versammelt. Du meintest wohl 4, Bruder. Traurig, dass ein Mann, der sich um unsere materiellen Besitztümer kümmert, nicht bis 4 zählen kann. Verzeih mir. Du hast recht, aber ich bin sehr müde heute. Im Augenblick sind wir insgesamt 11, aber bald wird einer unserer Brüder uns verlassen. Verlassen? Warum denn? Es hat sich herausgestellt, dass wir bestimmte Werte und Ziele nicht miteinander teilen. Und daher verlässt er uns. Wir halten hier niemanden fest, der unsere Überzeugungen nicht teilt. Man ist jederzeit frei, die Gemeinschaft zu verlassen, wenn man das möchte. Ich verstehe. Aber da Sie gerade von Werten und Zielen sprachen, was genau sind die? Wonach streben Sie hier? Wir streben nach einem Leben in Harmonie. Das ist eigentlich schon alles. Es klingt aber leichter, als es ist. Das klingt doch sehr erstrebenswert. Aber es sagt mir nicht viel über Ihren Glauben. Sind Sie ein Teil der christlichen Kirche? Woran genau glauben Sie? Unser Glaube ist eine sehr persönliche Sache. Und ich bin mir nicht sicher, ob... Erzählen Sie uns mehr darüber. Es ist doch sicher kein Geheimnis. Wir wollen alles ganz genau wissen. Alles? Tatsächlich? Aber natürlich. Gibt es denn einen Grund, warum Sie nicht darüber reden wollen? Sie sind von sehr weit hierher gereist und da wäre es sicherlich unhöflich, Sie mit einer halbherzigen Erklärung abzuspeisen. Auch auf die Gefahr hin, dass es Missverständnisse gibt. Sagen Sie, Max, wie denken Sie über den Tod? Manchmal kommt er viel zu früh. Früher, als er sollte. Und wie vielen anderen auch, erscheint Ihnen das ungerecht? Seine Frau ist vor ein paar Jahren gestorben. Oh, tut mir leid, das zu hören. Ich verstehe. Aber sagen Sie mir, glauben Sie, dass nach dem Tod noch etwas kommt? Ich weiß es nicht. Im Augenblick kämpfe ich mich im Hier und Jetzt so durch. Wenn es soweit ist, lasse ich es Sie wissen, ob ich im Himmel, der Hölle oder ganz woanders angekommen bin. Macht es Ihnen vielleicht etwas aus, das Thema zu wechseln? Verzeihen Sie, wenn ich Ihnen zu nahe getreten bin. Das lag gewiss nicht in meiner Absicht. Aber Sie haben mich gebeten zu erklären, woran wir glauben. Und das versuche ich gerade. Wir glauben, dass die Art und Weise, wie wir dem Tod gegenüberstehen, von allergrößter Bedeutung ist. Haben Sie je von der Ars Moriendi gehört? Die Kunst zu sterben? Ja, das ist ein Buch aus dem Mittelalter. Das ist unsere Bibel, wenn Sie mir diesen Ausdruck verzeihen. Dieses Buch enthält die Lehrsätze, an die wir glauben und die wir praktizieren. Und darum werden wir im Augenblick unseres Todes belohnt werden. Belohnt? Womit? Es ist schon spät. Vielleicht können wir unsere Unterhaltung morgen zur Mittagszeit fortsetzen. Natürlich. Ich freue mich schon darauf. Na, wir haben nicht gerade sehr viel über die Gemälde herausgefunden. Vergiss mal die Gemälde für einen Augenblick. Es gefällt mir nicht, wie das hier läuft. Warum hast du ihn dazu gedrängt, sich über seinen Glauben auszubreiten? Das hat mir wirklich einen Schauer über den Rücken gejagt. Warum? Es ist doch nicht ungewöhnlich, dass Menschen an ein Leben nach dem Tod glauben. Hast du nicht gemerkt, wie er sich verändert hat, als du sagtest, das wäre doch wohl kein Geheimnis? Da hat er angefangen, von dem Buch zu erzählen, an das sie glauben. Na, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich ihn provoziert hätte. Sein ganzes Verhalten hat sich auf einmal verändert. Er hat plötzlich ganz frei gesprochen, so als ob er zu dem Schluss gekommen sei, dass er uns alles sagen kann. Warum sollte ein Krimineller plötzlich so einen Sinneswandel kriegen? Glaubst du, die wollen uns was antun? Ich denke, wir haben Glück, wenn wir hier lebend rauskommen. Verbarrikadiere deine Tür, bevor du dich schlafen legst. Ich sehe dich dann morgen, so Gott will. Jetzt muss ich mich noch um eine Sache kümmern. Du nimmst die ganze Sache viel zu ernst, aber ich werde mich trotzdem vorsehen. Gute Nacht. Ganz schön mysteriös, diese Mönche. Aber wir brauchen immer noch diese Lupe. Verzeihen Sie, könnte ich mir Ihr Vergrößerungsglas wohl einen Augenblick ausleihen? Sicher doch. Nehmen Sie es ruhig. Danke.
Nicht diese Mönche. Jetzt kann er wohl nicht mehr lesen. Ist auch spät. So, ab in den Wald. Ab zum Schrein. So genau ich auch hinschaue, ich kann einfach... Wenn ich im Schrein etwas verstecken wollte, dann unter dem Kopf dieses Kindes. Nein, da ist es nicht. Das hier ist wohl ein Cherub. Die Hand eines Mannes. Wer das wohl ist? Da ist das Versteck aber leider auch nicht. Ein Heiligenschein. Aber dort ist auch kein Versteck. Die Hand dieser Dame hier birgt offensichtlich auch kein Geheimnis. Mystery. Der Kopf des Wächters. Natürlich, dass ich da nicht früher drauf gekommen bin. Ah, da ist das Versteck auch nicht. Nein, wirklich nicht. Ich muss die anderen Teile absuchen. Ich gehe jetzt einfach so systematisch durch. Das Gesicht eines alten Mannes. Da ist nichts, kein Versteck. Da kann das Versteck wohl kaum sein. Man sieht genau, dass sich die Hand des Wächters nicht bewegen lässt. Ein Totenschädel wäre ein interessantes Versteck. Aber leider... Das da unten ist die Hand des Cherub. Das da unten ist die Hand des Cherub. Cherub. Ist das nicht hier diese Glaubens, wonach die glauben? Der Körper des Kindes lässt sich nicht bewegen. Da finde ich nichts. Ein Heiligenschein. Aber dort ein Heiligenschein. Hier scheint wirklich nichts zu sein. Aber weiß ich eigentlich so genau, wonach ich hier suche? Könnte es das hier sein? Nein, auch nicht. Das Mädchen versteckt nichts unter ihrer... Einen steingehauener Frauenarm. Aber der verbirgt auch nichts. Die Hand des Spions, der einen Umhang trägt. Der Stein scheint ein wenig locker zu... Mal sehen, was hier verborgen ist. Beschlagene Spiegel, geheime Botschaften unter einem Steinmosaik. Was das wohl alles bedeuten soll. So, gehen wir zum Speisesaal einmal zurück. Ach, der Mensch braucht die gar nicht mehr. Okay, dann gehen wir ganz zurück. Zum Hof. Mein Gott. Wir können ja nochmal am Garten vorbeigucken. Aber hier ist nichts und ja. Ich bin unrasiert und habe dunkle Ringe unter den Augen. Die letzten paar Tage... Da steht, ich soll mir die Krypta im Garten genauer anschauen. Dort würde ich einen geheimen Gang und wohl auch die gestohlenen Bilder finden. Ich sollte bis morgen früh antworten, wenn ich mit ihm kooperieren will, und dann die Antwort im Schrein hinterlegen. Scheint, als hätte ich einen Verbündeten an diesem gottverlassenen Ort.